Du, Prosata heißt auf Deutsch, dass am Samstag Vollmond ist. Und das wiederum heißt, dass das der Vollmond im Juli ist. Und das wiederum heißt, dass am Samstag ein bedeutendes buddhistisches Fest stattfindet oder gefeiert wird, nämlich das Asalha-Fest. Und das ist in Südostasien, also in der Theravada-Tradition, neben Vesak das bedeutendste Fest überhaupt. Und an diesem Tag erinnert man sich der ersten Lehrrede, die der Buddha überhaupt gehalten hat. Das sogenannte Dhammacakkappavattana Sutta. Also die Lehrrede, mit der Lehre in die Welt gekommen ist, mit der das Rad der Wahrheit wieder in Gang gesetzt worden ist. Und da wir so nah dran sind, hatte ich die Idee, man könnte doch diese Lehrrede mal besprechen, weil sie eine der berühmtesten überhaupt ist und wie gesagt die allererste, mit der der Buddha sozusagen an die Öffentlichkeit getreten ist mit seiner neuen Erfahrung. Und diese Lehrrede ist Teil des Samyutta Nikaya, ganz am Ende 56,11, wenn einer das nachlesen möchte. Und das ist ein ganz populärer Titel eigentlich, das Pavattana Sutta, Cakkappavattana Sutta, obwohl die Lehrrede selbst anders heißt. Aber weil die Überschrift in dieser Sammlung, in dieser Textsammlung so heißt, hat die Lehrrede diesen Titel angenommen. Ich werde sie euch vorstellen, wie ihr das ein bisschen schon kennt, die einzelnen Passagen vortragen und entsprechend kommentieren und nachher unterhalten wir uns. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Benares am Sehersteine im Wildpark. Das ist so die übliche Einleitung, wo es heißt, wo, wie, wann, was. Und trotzdem erwähnenswert, weil diese Lehrrede, würde ich sagen, fast natürlicherweise an einem besonderen Ort gelehrt wird. Und dann heißt es Isipatana. Isi ist ein Pali-Wort, vielleicht kennt ihr das Wort Rishi, ist eher bekannt. Das sind die alten indischen Weisen, das sind die Rishis. Und von denen wird gesagt, dass ihnen die Veden, die alten Veden übermittelt worden sind. Also im Hinduistischen sind die Rishis, die wichtigsten Personen. Ich erwähne das deshalb, um zu zeigen, dass diese erste Lehrrede des Buddha schon an einem spirituellen Ort gehalten worden ist, also nicht irgendwo, sondern an einem Ort, wo damals schon sozusagen ein spiritueller Hintergrund bekannt war und auch feststellbar war. Und genauer noch ist immer die Rede von einem Wildpark oder von einem Gazellenhain, wo diese Lehrrede stattgefunden hat. Jetzt habe ich nicht hier rumgeguckt, aber in der buddhistischen Ikonografie spielt es eine große Rolle, auch im Tibetischen. Ihr kennt das sicher, dieses große Rad der Lehre, links eine Gazelle, rechts eine Gazelle. Also dieses Bild ist Symbol für diesen Vorgang, für diesen Prozess, dass das Rad der Lehre in Gang gesetzt worden ist, speziell diese erste Lehrrede, von der heute die Rede ist. Dort nun wandte sich der Erhabene an die fünf verbündeten Mönche. Das heißt, es waren die ersten Opfer. Er muss ja irgendjemanden haben, den er seine Lehre vorträgt. Und hier heißt es die verbündeten Mönche. Ja, da muss man den Hintergrund wissen. Bevor der Buddha ein Buddha war, also noch auf dem Wege, ein Buddha zu werden, hatte er fünf Mitstreiter. Das war zu einer Zeit, wo sie noch strenge Askese geübt haben. Und der Buddha war sowas wie ihr Vorbild. Das war der Vorturner und Vorbeter, der das besonders streng gemacht hat. Und irgendwann hat der Buddha ja festgestellt, nein, mit Askese kommst du nicht voran, du musst einen anderen Weg suchen, hat die Askese sein lassen. Und seine fünf Mitbrüder waren außerordentlich enttäuscht. Sie dachten, wenn es einer schafft, dann ist es er. Und jetzt waren sie enttäuscht, als er sozusagen mitten im Geschehen das Handtuch geworfen hat und gesagt hat, nee, ich mache da nicht mit. Und dann sind sie einfach weggegangen, ja, haben ihn verlassen. Und zwischenzeitlich ist aus Siddhartha Gautama
der Buddha geworden. Und er hat sich ja dann überlegt, wem könnte ich denn und wem müsste ich denn meine Lehre jetzt erklären? Wo kann ich sie denn weitergeben? Und üblicherweise fallen dann immer die Lehrer ein, weil man aus Dankbarkeit immer den Lehrern das gibt, was man selbst neu entdeckt hat. Aber die beiden großen Lehrer des Buddha waren inzwischen verstorben. Und dann fielen ihm seine alten Mitstreiter ein, weil er dachte, das sind die, die doch am nächsten dran sind. Die hatten ein sehr tiefes Verständnis schon von Existenz und von den spirituellen Fragen. Denen wollte er eben seine Lehre als erstes weitergeben. So, und da hat er sich auf den Weg gemacht, eben nach Benares, genauer nach Sarnath. Das ist heute der geografische Ort, wo diese Lehrrede damals gehalten worden ist. Ist da einfach über eine längere Wanderung dahin gelangt. Und diese fünf sehen ihn dann von Weitem kommen. Und dann sagen sie zueinander, ach guck mal, da kommt der Asket Gotama, der in den Luxus zurückgekommen ist. Wenn der kommt, werden wir nicht viel Aufhebens machen. Wir werden höflich mit ihm sein, aber kein Gedöns, ja, so das Übliche, das Notwendige. Und der Buddha kam und sie schmolzen wieder hin. Der eine ist aufgestanden, hat die Schale genommen, hat das Gewand genommen, der andere hat Wasser gebracht, um die Füße waschen zu können, und ein dritter hat einen Sitz angeboten. Das heißt, sie waren sozusagen von ihrem Vorhaben sofort weg, offensichtlich, weil der Buddha im Erscheinen einen so nachhaltigen Eindruck bei ihnen hinterlassen hatte, dass all das, was sie an vorherigen Absprachen getroffen haben, in sich zusammensackte. Und das ist die Situation, nachdem der Buddha gesagt hat, Leute, ich habe euch etwas mitzuteilen, hört mal zu. Dann haben sie sich darauf eingelassen, haben sich mal das angehört, und das war sozusagen der Beginn dessen, was wir heute Sangha nennen. Denn mit dieser ersten Lehrrede vor diesen Fünfen, die er dann später auch als Mönche ordiniert hat, ist da der Mönch Sangha entstanden in dieser Situation. Und jetzt hören wir die Botschaft, die da vermittelt worden ist. Zwei extreme Mönche sind von Hauslosen nicht zu pflegen. Welche zwei? Bei den Sinnendingen sich dem Kleben am Sinnenwohl hingeben, dem niederen, gemeinen, gewöhnlichen, unedlen, heillosen. Und sich der Selbstqual hingeben, der schmerzlichen, unedlen, heillosen. Diese beiden Extreme vermeidend ist der Vollendete zum mittleren Vorgehen erwacht, das sehend und wissend macht, das zur Beruhigung, zum Überblick, zur Erwachung, zum Nirvana führt. So zwei Extreme, sagt er, lasst am besten sein. Das ist die zentrale Botschaft. Es gibt zwei Verhaltensweisen, die nichts taugen. Für Hauslose, also für Leute, die den spirituellen Weg auf diese Art und Weise gehen wollen. Und zwar zwei Verhaltensweisen, die der Buddha selbst im Laufe seines Lebens schon kennengelernt hat. Das eine ist, sich den Sinnding hingeben. Ja, was so kommt, nehme ich mit, hemmungslos, reflexionslos, kritiklos. Wo gibt's was, wo kann ich was abgreifen, wo ist was los? Nicht? Sinnendinge genießen. Und das Zweite, gerade das Gegenteil davon, das, was man strenge Askese nennt. Also erstmal sich nichts gönnen, sich alles abknapsen und sogar darüber hinaus noch dem eigenen Körper Schmerzen zufügen oder alle möglichen Unannehmlichkeiten zufügen. Und diese beiden Verhaltensweisen beschreibt der Buddha so. Das erste, sich den Sinnendingen hingeben, heißt, das ist niedrig, primitiv, gewöhnlich, das würden wir noch hinnehmen, ja, oder unedel. Aber dann sagt er, das ist nicht mit Heil verbunden. Das ist der entscheidende Punkt. Man kann ja alles machen. Aber das ist nicht mit wahrem Wohl verbunden. Und auch bei der Askese, die ist schmerzhaft, das kann man nachvollziehen, ist unedel und ebenfalls nicht mit Heil verbunden. Und damit ist klar, was die Botschaft des Buddha ist. Ich rede über das, was zum Heil führt. Und diese beiden extremen Verhaltensweisen tun es nicht. Was wir relativ gut kennen, sind
Sinnesgenüsse. Wir haben jede Menge von ihnen und wir bauen auch auf sie. Was wir heute im Westen nicht mehr so gut kennen, allerdings oder höchstens vom Hörensagen, sind so die Traditionen der Selbstquälerei. Wobei es im christlichen Mittelalter auch die sogenannten Flagellanten gaben, die sich auch gepeitscht und gequält haben, weil sie gedacht haben, das ist ein Weg der spirituellen Vervollkommnung. Der Hintergrund ist die Theorie, dass man nur über Leiden zum Glück kommt. Nur über Schmerz kommt man zur Freude. Das war so eine Grundidee. Und zwar deshalb, weil man glaubte, dass man entweder über diese Art von Läuterung altes, schlechtes Karma abbauen kann, sozusagen vorzeitig einlösen oder ablösen kann, wie so ein Kredit, oder aber die Triebhaftigkeit, die man in sich hat, dass man die sozusagen dadurch austreibt. Das war der Hintergrund. Und die alten Inder waren sehr erfindungsreich in diesen Dingen und haben die seltsamsten Sachen damals praktiziert. Das fing bei der Ernährung an, dass man entweder extrem wenig gegessen hat, also gerade so viel, dass der Körper eben noch überleben konnte, oder aber die seltsamsten, geschmackslosesten, unsinnigsten Dinge. Also man hat entweder Gras gegessen oder Baumrinde oder Laub oder auch Kudung. Das war so eine besondere Spezialität. Das andere war, dass man mit der Kleidung anders umgegangen ist als heute. Wir schmücken uns ja mit Kleidung. Und die Selbstquäler damals haben auf Kleidung entweder verzichtet, ganz nicht. Sie sind sozusagen nackt durch die Gegend gelaufen, wie in heute Indien auch. Mit dem schönen Ausdruck nur mit dem Himmelsraum bekleidet. Das ist ein ganz wunderschöner Ausdruck für nackt, ja, wenn man nur den Himmelsraum angezogen hat. Oder sie haben sich in Eulenflügel umgebunden oder aus Menschen- oder Tierhaaren irgendwas geflochten oder Felle umgehängt. Also das war so eine Spezialität. Manche hatten die Idee, es ist ganz gut, sich die Haare auszureißen. Also sobald eins auftaucht, sofort ausgerissen und weg damit. Sehr schön war auch die Übung, entweder ein ganzes Leben lang nur zu stehen. Alles, was man machte, nur im Stehen machen. Auch schlafen, essen, alles nur im Stehen oder im Sitzen. Oder auf Dornen schlafen war auch eine sehr beliebte Attraktion. Und eine Sache noch ganz interessant, dass man versucht hat, sich zu verhalten, wie Tiere sich verhalten. Nicht? Entweder hat man versucht, einen Hund nachzumachen, also so zu gehen wie ein Hund, die Nahrung aufzunehmen wie ein Hund, sich sprachlich zu äußern wie ein Hund und all das zu machen, was dieses Tier eben macht, oder analog dazu, wie sich Kühe verhalten. Also immer vor dem Hintergrund, wenn ich das mache, dann habe ich erst einmal große Anerkennung in der Bevölkerung, was bin ich für ein toller Kerl, und gleichzeitig, ich bin auf einem Übungsweg der inneren Reinigung. Und da hat der Buddha schlicht und einfach gesagt, Leute, das ist Quatsch. Das führt zu nichts. Ich lehre das mittlere Vorgehen. Und der sogenannte mittlere Weg ist ja inzwischen auch sowas wie ein Schlagwort oder ein Gütezeichen für die Lehre und die Praxis des Buddha geworden. Und zu diesem mittleren Weg, sagt der Buddha, er hat folgende Eigenschaft. Er öffnet die Augen, führt zur Einsicht, zum Überblicken, zum Erwachen, zum Nirvana. Und damit ist schon deutlich angesagt, dass die buddhistische Praxis sehr viel mit Weisheit zu tun hat. Es ist ein Weg des Verstehens der Wirklichkeit und der Befreiung. Deshalb steht hier Einsicht und Nirvana. Und was ist dieses mittlere Vorgehen, fragt er dann selbst. Es ist der edle achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Wandel, rechtes Mühen, rechte Achtsamkeit und rechte Einigung. Also seine Behauptung war, Leute, wir müssen den mittleren Weg gehen. Aber das ist ja nichts mehr als so eine Formel erstmal. Man muss ja wissen, was heißt mittlerer Weg, was heißt das inhaltlich, was heißt das von der Sache her. Und hier wird das in einer kurzen Formel wird das definiert,
Der mittlere Weg heißt der achtfache Weg. Den mittleren Weg gehen heißt, acht Facetten der spirituellen Praxis auf sich zu nehmen. Am Anfang steht rechte Anschauung. Das meint, sich zu orientieren über Wirklichkeit. Man muss wissen, wie die Dinge funktionieren. Man muss die Zusammenhänge kennen. Man muss sich auskennen. Man muss in der Welt orientiert sein. Das zweite ist, wenn man orientiert ist, muss man sein inneres Motivationsgefüge, seine Zielorientierung bestimmen. Man muss sagen, wenn ich weiß, was richtig ist, was mache ich denn dann? Also man muss sich sozusagen auf den Weg machen, man muss sich die richtigen Ziele setzen aus dem, was man weiß. Und das sind Dinge, die in einem selbst passieren, im Geist. Der nächste Übungsschritt besteht in Bezug auf die Sprache. Denn was man denkt, spricht man aus. Und da ist die Übung, mit seinem Sprachlichen so umzugehen, dass das korrekt ist. Nicht? Die vier Standarddinge, nicht lügen, nicht verleumden, nicht grob reden, also schimpfen, schelten, laut sein. Und vor allen Dingen auf, ja, dummes Geschwätz zu verzichten. Das sind die vier Übungsaspekte, was Sprache angeht. So, was man denkt, spricht man aus, und was man ausspricht, tut man auch. So ist der nächste Übungsaspekt das rechte Handeln, also der rechte Umgang mit dem eigenen Körper. Mit dem eigenen Körper so handeln, dass man niemand schadet. Das sind die drei Begriffe, die ihr kennt, natürlich. Nicht töten, nichts zu nehmen, was einem nicht gehört, und auf dem Gebiet des Sexuellen sich keine Fehltritte erlauben, also keinen sexuellen Missbrauch. Dann bleibt noch ein ganz großer Rest in Anführungsstriche, was das sonstige Leben angeht. Und da ist immer die Grundbotschaft, handle so, dass du anderen nicht schadest, indem du selbst glücklich sein willst, etwas tust, was andere unglücklich macht. Und das sind die Merkposten, ja, Ökonomie. Wenn du leben willst, musst du arbeiten. Und achte darauf, dass du niemanden ausbeutest, sondern dass du von deiner eigenen Arbeit lebst. Wenn du dich mit anderen Menschen umgibst, achte darauf, mit wem du es zu tun hast, wer deine Freunde sind, nicht? Wer die Jungs und Mädels sind, mit denen du deine Tage verbringst. Und auch, wie du deine Freizeit verbringst. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wie man ja auch zurzeit feststellen kann, gibt es diverse Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen. Und das Letzte, ein ganz Mini-Punkt, aber ein Riesenpunkt in unserem Leben, wie gehen wir mit Nahrung, mit Essen und Trinken um? Wie gestalte ich das, dass das heilsam ist? So, die ersten beiden Aspekte, die ich genannt habe, bezogen sich auf unsere geistige Arbeit. Die nächsten drei bezogen sich auf unseren Umgang mit der Welt, nicht? Wie verhalte ich mich sozusagen im Alltag nach draußen? Und jetzt kommen die letzten drei des achtfachen Pfades, die sich wiederum auf mich sozusagen beziehen, aber jetzt auf das Meditative, auf die Arbeit mit mir selbst, was meine Psyche angeht, was meine Charakterstruktur, was meine Anlagen und Impulse angeht. Und von diesen drei letzten von den genannten acht Übungsaspekten steht das rechte Mühen am Anfang. Rechtes Mühen bedeutet, die Dinge kommen nicht von alleine. Wer eine Praxis auf sich nimmt, nimmt eine gewisse Anstrengung auf sich, weil, hessisch gesprochen, von nichts kommt nichts. Und da wird immer von den vier Kämpfen oder von den vier Anstrengungen gesprochen. Nämlich das Ungute, das in uns drin ist, erst gar nicht aufkommen lassen, sondern wenn das aufkommen will, Deckel drauf. Das Ungute, das schon aufgestiegen ist, das in uns schon wühlt und macht und tut, möglichst wieder beiseite zu bringen. Und umgekehrt die guten Eigenschaften, die wir noch nicht haben, entfalten. Auch das geht. Und die guten Eigenschaften, die wir schon haben, nicht unter die Räder kommen lassen, sondern sie pflegen, sie ausbauen. Nicht in einer Gesellschaft, wo die keine Rolle spielen, dann auch einfach wieder vergessen. Das war rechtes Mühen. So. Das siebte ist heute fast überall im Mittelpunkt, wenn es um, oder häufig im Mittelpunkt, wenn es um Dharma geht, die rechte Achtsamkeit. Nicht?
die Wachheit, Sati, das geistige Präsenz im Umgang mit unserem Leben. Das heißt einmal, sich an die Dinge erinnern können, an das Heilsame erinnern können, wenn ich es brauche. Das heißt zugleich auch beobachten können, mitkriegen, was im Moment passiert. Also nicht dämmerig durchs Leben zu gehen, sondern immer genau auch hinzuschauen, was da passiert. Und das tritt in dem Zusammenhang, dass man das, was man tut, mit einer gewissen Besonnenheit tut. Dass man auch weiß, jetzt mache ich das und jenes und jetzt habe ich das und das vor. Kommen wir zum letzten Aspekt des achtfachen Weges, das ist die rechte Sammlung. Sammlung ist ein anderer Ausdruck für zur Stille zu kommen, nach innen zu gehen, zur Ruhe zu kommen, die Hektik des Lebens mal beiseite zu lassen, so etwas wie ein Empfinden von innerem Frieden und Angekommensein zu haben. Und das im Kurzdurchgang ist das, was buddhistische Praxis angeht, so wie es der Buddha bei seinem, allerersten Statement abgegeben hat. Und eines ist davon interessant, dass das nämlich im Gesamtsystem der Belehrungen des Buddha die vierte edle Wahrheit ist. Die von der Praxis. Manchmal wird ja so gedacht, buddhistisch sei etwas Theoretisches, aber hier ist es sehr aufschlussreich, dass der Buddha anfängt, indem er die Praxis erklärt, man muss etwas tun, man muss sozusagen etwas auf sich nehmen. Wenn man ein Ziel erreichen will, muss man eben gehen. Aber, das holt er dann gleich wieder ein, indem er sagt, keine Praxis ohne Theorie. Ich kann nicht irgendwo laufen, wenn ich nicht weiß, wo ist mein Ziel, wie erreiche ich mein Ziel. Also jede Praxis braucht auch sowas wie eine geistige Begleitung. Und das ist das Nächste, was der Buddha dann erklärt, welches Grundwissen man von der Existenz haben muss, welches Grundwissen von Leben da sein muss, damit man sich in diesem Leben auch richtig verhalten kann. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Leiden. Geburt ist Leiden, Alter, Krankheit, Sterben ist Leiden. Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn und Verzweiflung sind Leiden. Vereint sein mit Unlieben ist Leiden und getrennt sein von Lieben ist Leiden. Was man verlangt, nicht erlangen, ist Leiden. Kurz gesagt, die fünf Faktoren des Ergreifens sind Leiden. So, das sind jetzt 4,5 Zeilen, in denen der Buddha die Grundsituation der Menschen, der aller Wesen beschreibt. Ihre Lebenssituation, ob Sie das nun so einschätzen, ob Sie das so wissen oder nicht. Und die Formel ist in der ersten Heilswahrheit, die Formel von Dukkha. Im Übrigen begründet das, warum er selbst und auch seine Mitgenossen und wir alle das auf uns nehmen, was wir auf uns nehmen. Würde in unserem Leben alles glatt laufen, wäre alles perfekt, wäre alles wunderbar, bräuchte kein Mensch irgendwas zu tun. Aber genau weil das nicht der Fall ist, weil es immer irgendwo klemmt und hakt und wir nicht hundertprozentig zufrieden sind, selbst wenn es uns mal sehr gut geht, deshalb hat der Buddha diese Grundstruktur, diese Grundeigenschaft von Existenz durchleuchtet. Und das ist der Begriff des Dukkha, was immer so schön mit Leiden geschrieben ist, was aber ein bisschen sehr einseitig ist, weil damit alles gemeint ist, was nicht perfekt ist. Und ich habe ja so ein paar vielleicht seltsam klingende Formulierungen vorgelesen, aber bei dem Buddha gibt es keine Formulierungen, die irgendwie nur so dahingesagt sind. Und das alles beschreibt die verschiedenen Facetten, wie sich Leiden, wie sich Unvollkommenheit und Unvollendigkeit manifestiert. Das erste, was wir gehört haben, war, geboren werden, altern, krank werden und sterben sind Leiden. Ja, das bezieht sich alles auf unseren Körper. Diese vier Eigenschaften, diese vier Prozesse zeigen nichts anderes als die Fragilität, Zerbrechlichkeit nicht unseres Körpers.
Dann war die Rede von Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn und Verzweiflung. Hier spricht der Buddha die Ebene der Gefühle an. Wir alle wollen angenehme Gefühle, freudvolle Gefühle. Aber womit sind wir immer wieder konfrontiert? Genau mit den fünf. Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn und Verzweiflung. Vereint sein mit Lieben? Nein, Quatsch. Vereint sein mit Unlieben und getrennt sein von Lieben. Das ist unser Leben, Erleben generell. Was passiert da? Wir wollen eine bestimmte Erfahrung machen, aber wir machen sie nicht. Wir hoffen, dass was Bestimmtes passiert, aber es passiert nicht. Und umgekehrt, ja, wir hoffen, dass bestimmte Dinge nicht eintreten, und sie treten. Also gestern Abend ab 22 Uhr konnte man das sozusagen plastisch sehen. Alle wollten, dass das Runde ins Schwarze, ins Eckige geht. Alle wollten das. Bei der einen Hälfte ist es eingetreten. Sie waren vereint mit Lieben. Und bei den anderen ist es nicht eingetreten. Sie waren vereint mit Unlieben. Und dass das Leiden erzeugt, unmittelbar, ist, glaube ich, einsichtig. Aber selbst bei denen, die jetzt mit Lieben vereint waren, nämlich das Runde war im richtigen Eckigen drin, für die ist es vielleicht am Sonntag schon wieder genau andersrum und spätestens in 4 Jahren oder so. Das nur mal als aktuelles Beispiel, um zu zeigen, dass diese Formeln nicht einfach nur so Formeln sind, sondern dass das wie so eine Art Instrumente sind, die man auf unsere Wirklichkeit sozusagen anwenden kann, um das zu konkretisieren. Also das ist das Leiden an unserer Wahrnehmung, dass das Angenehme nicht passiert und das Unangenehme eintritt. Was man verlangt, nicht erlangen. Das bezieht sich auf unsere Aktivitäten, auf das, was wir tun. Nicht jeder von uns hat ja Ziele, setzt sich ein, engagiert sich, macht was. Manchmal hat man Erfolg, manchmal hat man nicht Erfolg. Sei es im Beruf, sei es im Beruf, im persönlichen, familiären oder im politischen, gesellschaftlichen. Man will was erreichen durch sein Tun, aber es funktioniert nicht. Und dann kommt die Schlussformel, alles in allem zusammengefasst, es sind die 5 Daseinsfaktoren, also die 5 Grunddinge, die es in der Existenz gibt, die verantwortlich sind dafür, dass diese Situation, die hier Dukkha genannt worden ist, immer wieder und immer wieder sich durchsetzt. Aber der Buddha bleibt nicht nur bei dieser Beschreibung, was ist momentane Lebenssituation, sondern er fragt weiter in der 3. beziehungsweise jetzt 2. Wahrheiten der Reihenfolge. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Leidensentwicklung. Es ist dieser Durst, der Wiederdasein-Sehende, da und dort sich ergötzende, nämlich der sinnliche Durst, der Daseinsdurst, der Nicht-Daseinsdurst. Hinter dieser Formulierung steht einfach die Frage, warum ist denn das alles? Also wenn du jetzt von Dukkha sprichst, lieber Buddha, wollen wir wissen, warum ist das so? Warum setzt sich das fort? Warum hört das nicht einfach auf? Wo kommt das her? Und hier ist die Antwort genannt. Der bildhafte Ausdruck sagt Durst. Und Durst ist ja nichts anderes als ein Ausdruck für Verlangen. Ich will was, ich brauche was, ich habe Sehnsucht, ich habe Begehren nach irgendetwas hin. Und da haben wir den Hauptgrund dafür oder überhaupt den wesentlichen Grund dafür, dass Dukkas Situation immer wieder eintritt. Weil Wesen wünschende Wesen sind. Und wo Wünsche sind, gibt es immer auch Nicht-Erfüllung von Wünschen. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Leidensauflösung. Es ist eben dieses Durstes, restlose Entreizung und Auflösung. Von ihm zurücktreten, ihn loslassen, sich von ihm lösen, nicht mehr an ihm haften. Ja, spätestens seit Schopenhauer oder mit Schopenhauer galt ja der Buddhismus als eine pessimistische Religion. Nicht? Weil immer nur von Leiden die Rede ist. So schrecklich, es ist alles schon so schlimm. Und jetzt kommt da einer noch und erzählt dann auch noch darüber und legt in den Finger in diese Wunde. Aber das ist natürlich nicht der Fall, denn der Buddha hat ja nicht nur die erste Wahrheit, die Wahrheit von Dukkha gelehrt, sondern insgesamt 4.
Und schon bei dieser dritten jetzt wird er gefragt, und gibt es eine Möglichkeit, Dukkha aufzulösen? Das ist wie wenn man zum Arzt geht. Da reicht es ja auch nicht, wenn der Arzt feststellt, dass man krank ist. Man fragt dann, kann ich gesund werden? Und der Arzt sagt, jawohl, es ist möglich, Krankheit zu heilen. Und es ist in diesem Fall auch so. Und wenn diagnostiziert ist, dass Durst, das Verlangen, das Haben und Sein wollen, der Grund dafür ist, dass es einem dreckig geht, obwohl man es nicht will, ist schon darin angelegt, dass die Überwindung des Durstes, die Überwindung von Verlangen, von Haben und Sein wollen, der Ansatzpunkt dafür ist, Dukkha zu überwinden. Jetzt bräuchte man eigentlich nur den Weg noch dahin. Aber jetzt will ich einen kleinen Einschub nochmal machen, weil das immer so ein Knackpunkt ist, wenn davon die Rede ist, dass Begehren und Verlangen die kritischen Punkte sind, dass Begehren und Verlangen am besten sozusagen in den Papierkorb kommt. Weil man dann so gern assoziiert, ja, was bleibt denn da noch? Ist ja nichts mehr. Ja. Dann bin ich tot, dann ist es aus, dann ist grau und öde, dann bleibe ich doch lieber hier. Ja. Also lieber Zahnschmerz haben, als gar nicht existieren, so ungefähr. Ja. Lieber geschlagen werden, als überhaupt keinen Kontakt zu anderen Menschen. Deshalb füge ich das nur in kurzen Worten nochmal ein, wie der Buddha sozusagen dieses Heil, diese heile Situation beschreibt. Er sagt nicht nur, das ist das Ende von Dukkha, sondern hat jede Menge von positiven Beschreibungen, wie man Nirvana, das Verlöschen, verstehen muss. Nirvana ist das Ziel, die Unverletzbarkeit. Die Wahrheit, das gefahrlose Ufer, das Feine, das Alterlose, das Beständige, das Unzerbrechliche, das Friedvolle, das Todlose, das Erlesene, das Segensreiche, der Frieden, das Aufhören des Verlangens, das Wunderbare, das Erstaunliche, das Vollkommene, das Ende der Not, das Erlöschen, die Freiheit, das Versiegen der Leidenschaften, das Reine, die Erlösung, das Ungebundene, das gefahrlose Eiland, die Sicherheit, der Schutz, die Zuflucht, das ganz andere. Also ich habe das mal fast alles vorgelesen. Es gibt noch mehr, nur um mal zu zeigen, was sich der Buddha für Mühe gibt, mit vielen unterschiedlichen Begriffen immer wieder auszudrücken. Wenn ihr Begehren und Hass loslasst, dann bleibt nicht das Nichts übrig, sondern es bleibt die Fülle übrig. Es bleibt sozusagen das Heile übrig. Und jetzt bleibt nur noch die spannende Frage, und wie kriegt man es? Wie kommt man hin? Bisher haben wir nur gehört, das Paradies ist Existenz, aber wir wissen noch nicht, wie man es erreicht. Und dennoch wissen wir es, denn jetzt spricht der Buddha über die vierte Wahrheit. Dies nun ist die edle Wahrheit, von dem zur Erlösung bzw. Leidensauflösung führenden Vorgehen. Es ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Erkenntnis bis rechte Einigung. Und da habt ihr gesehen, jetzt sind wir wieder am Anfang. Der Buddha fing mit der Praxis an, erklärte dann, warum man eine Praxis überhaupt auf sich nimmt, wo sie hinführt, was das Ziel ist und wie sie praktisch aussieht. Und jetzt ist er am Ende seiner Darlegung genau wieder da und hat eine Runde sozusagen durch seine Darlegungsweise insgesamt gemacht. Und jetzt im nächsten Schritt reflektiert der Buddha nur selbst, wie sieht es jetzt denn mit mir aus? Wie ist denn das? In welchem Verhältnis stehe ich denn zu den vier Wahrheiten? Denn er ist ja der Buddha gewesen. Er hat das ja nicht nur sozusagen von anderen gehört. Dies ist die edle Wahrheit. Dabei ging mir bei nie zuvor gehörten Dingen das Auge auf. Diese edle Wahrheit vom Leiden ist nun zu durchschauen und ich habe sie durchschaut. Der erste Aspekt war von nie zuvor gehörten Dingen. Und das ist ja, was für den Buddha charakteristisch ist. Er trägt nicht nur Wissen fort, das er von seinen Lehrern gehört hat oder aus der Tradition übernommen hat,
Wenn er sagt, ich bin in meiner inneren Entwicklung an einen Punkt gekommen, wo ich nicht Entdecktes, nicht Gewusstes entdeckt habe und weitergetragen habe. Also nie zuvor gehörte Dinge, Neuland. Und diese Erkenntnis ging mir als Weisheit auf. Er weist immer wieder darauf hin, ich erkläre nichts Ausgedachtes, ich rede nur über Erfahrung. Wenn ein Buddha spricht, wenn ich rede, dann aus innerer, tiefster Überzeugung. Und ich habe diese erste Wahrheit durchschaut. Und es ging Licht auf, Erkenntnis, Weisheit, Wissen. Nicht nochmal der Hinweis, dass die Buddha-Lehre eine Lehre nicht nur der Praxis ist, sondern auch die des Verstehens. Man muss wissen, um was es geht. Das nächste will ich in einem kurzen Schnellgang mal darstellen. Er weist jetzt jeder dieser vier Wahrheiten nochmal ein besonderes Stichwort zu. Bei der ersten Wahrheit, die vom Leiden sagt man, die muss man durchschauen. Und das ist wichtig, dass man versteht, was Leiden ist, denn jeder normale Mensch würde uns sagen, ja, natürlich ist das Leben mit Leiden verbunden, das weiß ich auch, aber es gibt doch auch schöne Dinge, nicht? Das ist dann jemand, der aus seiner subjektiven Perspektive recht hat. Natürlich gibt es schöne Dinge, das wissen wir doch alle. Nur ein Buddha sagt, dass auch diese Schöne noch seinen Mangel hat, nämlich spätestens dann erkennbar, wenn es wieder vergeht. Und deshalb muss diese erste Wahrheit von Dukkha durchschaut werden. Und bei der zweiten heißt es, sie muss überwunden werden. Jetzt fragt man vielleicht, das klingt aber komisch, wieso soll man eine Wahrheit überwinden? Das ist nicht gemeint. Es ist gemeint, dass das, was mit dieser Wahrheit ausgedrückt ist, nämlich, dass der Durst die Ursache für Dukkha ist, dann muss Durst natürlich überwunden werden. Man muss die Ursache beseitigen, damit die negativen Folgen nicht mehr auftreten können. Und bei der dritten Wahrheit heißt es, sie ist zu verwirklichen. Ja? Also das, was man als Ziel vor Augen hat, nützt einem wenig, wenn man es nur vor Augen hat. Wenn ich ein Urlaubsziel mir im Prospekt angucke, bringt das wenig, wenn ich nicht hinfahre. Ich muss das sozusagen ins Erleben holen. Ich muss das praktisch machen. Ich muss Nirvana, ich muss Befreiung erreichen. Ich muss das manifestieren. Und bei der vierten Wahrheit heißt es, da ist Entfaltung gefragt. Und Entfaltung heißt, dass alle Menschen gute, positive Energien, Fähigkeiten in sich haben. Aber die nützen einen nur, wenn man sie nutzt, wenn man sie entfaltet. Ja, wenn man sie übt, wenn man sie trainiert. Beispielsweise. Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Fähigkeit zur Sammlung oder Weisheit, das sind alles Fähigkeiten, die als Potenzial in uns sind, aber die vielleicht nur rudimentär da sind. Und deshalb muss man sie entfalten. Und dann zieht der Erwachte für sich ein Resümee. Sagt, ich habe bei diesen vier Wahrheiten jeweils gesehen, um was es in der Sache geht. Ich habe jeweils die Aufgabe gesehen, die sich dann aus diesen Wahrheiten ergibt. Und ich habe diese Aufgaben jeweils erfüllt. Also durchschaut, überwunden, nicht erreicht, entfaltet, was ich eben genannt habe. Und dann heißt es am Ende, nachdem ich gesehen hatte, dass das so ist, erst in dem Moment war ich mir klar und sicher, ich bin ein Buddha. Nicht vorher. Nicht eine Idee austragen oder eine Philosophie zusammenspinnen, sondern in diesen vier Wahrheiten zu Hause sein, sie ganz durchdringen, ganz verstehen und auch von der Realität ganz zu durchwirken. Und was ergibt sich als Konsequenz? Der Buddha ist ja nicht nur ein Philosoph gewesen, der die Dinge der Welt erklären wollte. Nicht? Wir haben ja am Anfang gehört, er ist hinausgezogen mit den anderen, um Freiheit zu suchen. Und jetzt kommt am Ende dieser Einsicht folgende Formulierung. Und mir ging die Wissensklarheit auf. Unerschütterlich ist meine Erlösung. Dies ist die letzte Geburt und nicht mehr gibt es Wiedersehen. Das heißt, die vier Wahrheiten, wenn sie denn
Realität werden und nicht nur Ideen im Kopf, revolutionieren das Leben total. Und zwar in eine Richtung, die hier beschrieben ist. Unerschütterlich ist meine innere Erlösung, die Gemütserlösung. Nicht? Denken wir nochmal gestern 20 Uhr oder 22 Uhr. Wie erlöst da die 34 Millionen Deutsche waren, die da saßen? Und wie erlöst die, weiß ich, 80 oder wie viele Millionen in Brasilien oder sonst wo zugeguckt haben? Die waren alle nicht erlöst, sondern die waren alle völlig verfangen und eingebunden in diese Situation. Obwohl das ja existenziell gesehen eine Lappalie eigentlich ist, nehmen wir es mal so. Und wie sehr sind wir doch gebunden und verflochten in die Ereignisse des Lebens, unseres Lebens. Und wie sehr sind wir erschütterbar und verletzbar, wenn irgendetwas passiert, und sei es auch nur eine Kleinigkeit, die uns gegen den Strich geht. Und hier ist gesagt, was die Alternative dazu ist. Ja? Einen inneren Zustand zu erreichen, wo einem nichts mehr verletzen kann und auch in Zukunft nichts mehr verletzen wird, weil diese innere Freiheit nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also wenn man das mal hat, wenn man diese Freiheit erreicht hat, dann kann die auch nicht nach 10 Jahren oder irgendwann mal wieder verloren gehen. Also sprach der Erhabene, zufrieden freuten sich die 5 verbündeten Mönche über die Worte des Erhabenen. Und während die Erklärung vorgetragen wurde, ging dem ehrwürdigen Condagno das lautere, fleckenlose Auge der Lehre auf. Was irgend auch entstanden ist, muss einmal wieder untergehen. Und was ist passiert? Der Buddha hat seine Lehre vorgetragen und einer, der am sensibelsten war für diese Dinge, hat aus dem Ganzen, was da jetzt vorgetragen worden ist, sich den einen Satz sozusagen richtig herausgezogen und den für sich realisiert. Was immer auftaucht in dieser Welt, verschwindet wieder. Damit ist alles ausgedrückt. Wenn man sich auf Dinge stützt, die entstehen, muss man sicher sein, dass sie dann wieder vergehen und man das Nachsehen hat. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass dieser betreffende Condagno, hieß der, den tiefsten Aspekt der Buddha-Wahrheit erkannt hat. Und den tiefsten Aspekt erkannt haben heißt, damit auf den Weg der Befreiung gekommen sein. Denn wenn das mal in uns ist als Erfahrung, Mensch, alles was kommt, muss ja auch wieder verschwinden, dann bedeutet das, dass man sich notwendigerweise auf den Weg macht, sich von all dem zu befreien, was ja nur immer wieder vergänglich und damit dukkha ist. So, und den Rest fasse ich in einem Satz zusammen. Nachdem diese erste Belehrung stattgefunden hat, also das Rad der Lehre wieder in Gang gesetzt worden ist, hat sich das natürlich verbreitet. Erst unter diesen 5, die unmittelbar zugehört haben. Aber wie die Tradition sagt, haben damals auch eine ganze Reihe von Gottheiten, ja, Mäuschen gespielt und als die gehört haben, Mensch, ja, die Lehre des Buddha ist wieder unter den Menschen, haben die durch alle Hierarchien der Himmel weiter verbreitet bis zu den Brahmas. Und als die Botschaft bei den Brahmas angekommen ist, heißt es, habe ja eine Erschütterung die Welt sozusagen durcheinander gewirbelt, also ein kosmisches Erdbeben. Das kann man wörtlich nehmen oder symbolisch. Aber gemeint ist damit, wenn die Lehre eines Buddha unter Menschen zu hören ist, dann wird in der Tat sowas wie die Traumstruktur der Existenz erschüttert. Die Fundamente von Unwissen, die sind sozusagen ins Wanken geraten. Und die nächsten 45 Jahre hat der Buddha nichts anderes getan, als das, was hier sozusagen wie ein Programm vorgestellt worden ist. Nicht in allen Details und in allen Facetten, in allen Einzelheiten nochmal darzustellen. Und an diese Lehrrede und an diesen historischen Vorgang, wenn man so will, wird am kommenden Samstag so erinnert, wird daran gedacht und gefeiert.
Und vielleicht ist das eine Erinnerung für euch, wenn immer es Vollmond ist im Juli, dass man mal sich daran erinnert, ach ja, weißt du noch, damals wurde die Lehre des Buddha wieder in die Welt getragen, das Rad der Lehre, der Wahrheit wieder in Gang gesetzt. So viel für den Moment. Zu den Wahrheiten. Fragen, Anmerkungen, Erfahrungen. Oder erstmal durchatmen. Eine Frage, wobei ich nicht weiß, dass du das gelungen hast. Und zwar hat Jesus diese vier Wahrheiten erkannt. Also bei Jesus und Buddha. Willst du eine ehrliche Antwort jetzt hören, oder wie? So ehrlich wie möglich. Also ich kenne nicht alles, was Jesus gelehrt hat, aber soweit ich seine Worte und seine Lehre kenne, kommen da die vier Wahrheiten nicht vor. Es kommt vieles, vieles, vieles vor, was der Buddha auch gelehrt hat. Denn die vier Wahrheiten, von denen wir jetzt sprachen, die sind ja sowas wie die Spitze, ja, die Krönung der Kuppel sozusagen deines Bauwerks. Aber es gibt ja viele andere Lehren, die zu den Fundamenten und zu den Wänden und zu den Decken und so weiter eines Bauwerks gehören. Und die Buddhas beanspruchen ja für sich, dass sie die sind, die die vier Wahrheiten lehren, allein lehren. Wobei ich in Klammer dazu sagen muss, der Buddha Shakyamuni sagt nicht, ich alleine lehre diese Wahrheit. Und er betont ja immer mal wieder, alle Buddhas im Laufe der unendlichen Zeiten, die es schon gab, alle lehren immer die vier Wahrheiten. Das ist das Kennzeichen dessen, was Buddhas lehren. Oder ist dir eine Aussage von Jesus bekannt, die in diese Richtung geht? Ich meine, Jesus lehrte, sag's mal ein bisschen verein, Jesus war ja sowas wie ein Mystiker. Jesus lehrte sehr viel über ethische Dinge. Er rief sein Volk auf, sozusagen aus dem Schlaf zu erwachen, aus den falschen Gewohnheiten ihres Lebens zu erwachen und anders ihr Leben zu organisieren. Und er versprach ihnen, das wird ein künftiger Lohn sein, den ihr dafür erfahrt. Und dieser Lohn wird sich im Jenseits manifestieren, wenn ihr nach dem Tode im Reiche Gottes seid. Also im Himmel, würden die Buddhisten auch sagen. Aber er lehrte ja nicht Nirvana. Er lehrte ja nicht das Verlöschen von Individualität, das Verlöschen von Ich und Welt. Aber es ist schon jetzt eine Überforderung, in 2 Minuten jetzt versuchen zu wollen, das Christentum oder die christliche Lehre und die buddhistische Lehre nebeneinander zu stellen. Das kann eigentlich nur schiefgehen. Da müsste man sich sehr viel mehr Zeit nehmen, weil es sehr viel an Überschneidungen, an Ähnlichkeiten, an vergleichbaren Aussagen gibt. Aber es gibt diesen, denke ich, wesentlichen Unterschied, dass Christus nicht die vier Wahrheiten lehrt. Christus sagt ja auch, ihr seid die Geschöpfe des Vaters im Himmel. Ihr seid die Geschöpfe von Gott. Wenn der Buddha sagt, die Menschen, die hier existieren, sind die Schöpfung ihres eigenen Karmas, beziehungsweise sie sind das Ergebnis bedingter Entstehung. Das ist schon ein anderer Ansatz. Das kann man nicht unmittelbar kompatibel machen. Sind die Ursachen des Glücks, die Überwindung des Leidens oder die Einhaltung der fehlenden Wahrheiten? Man kann es so sagen, wenn man alle Gründe für Dukkha beiseite lässt, bleibt Glück übrig. Und was sind die Ursachen für Dukkha? Nochmal anders formuliert, Gier, Hass und Verblendung. Also angezogen sein, abgestoßen sein, Ahnungslosigkeit. Wenn das nach und nach gemindert wird, nimmt Glück zu. Wenn Hass gemindert wird, nimmt Glück zu. Wenn Verlangen gemindert wird, nimmt Glück zu. Wenn Verblendung, Nichtwissen, Ahnungslosigkeit gemindert wird, nimmt Glück zu. Und wenn diese 3 Geistesgifte, werden sie manchmal genannt, weg sind, völlig weg, ist Glück total. Also Glück, das ist eine gute Frage. Glück kann man nicht in dem Sinne konstruieren, es machen.
sondern indem man alles lässt, was Glück verhindert. Ja, um ein Bild zu gebrauchen, das öfter mal verwendet wird. Den blauen Himmel kannst du nicht machen, der ist da. Wenn du aber die Wolken vor dem blauen Himmel wegtust, bleibt der Himmel übrig. Ja? Jetzt die Situation, jetzt ist alles trübe und öde. Aber der blaue Himmel ist da, er ist, wenn du so willst, dahinter. Und man braucht nur das Hemmende, den Schleier, das Verhindernde wegzutun, dann bleibt der Himmel und bleibt Nirvana übrig. Die hemmenden Dinge sind, wie heißen Verblendung. Es gibt viele andere Ausdrücke auch, aber in diesen drei verdichtet sich das, was gemeint ist, alle negativen Kräfte der Psyche verhindern Glück. Und wenn man diese negativen Kräfte mindert, wird es schon besser. Und wenn man sie ganz beseitigt, ja, bleibt nichts anderes übrig als Verlöschen. Verlöschen, Nirvana ist das Verlöschen von Gier, Hass und Verblendung. Nicht? Von der negativen Seite aus gesehen. Und von der positiven Seite habe ich ja vorhin, weiß ich, ein halbes Dutzend von Ausdrücken vorgelesen, die das bezeugen, dass eben, wenn du die Wolken wegtust, nicht nichts bleibt, sondern der blaue, strahlende Himmel übrig bleibt. Ist ja diese vier Weisheiten sind ja noch wirklich sehr wichtig. Da kommt es auf jedes einzelne Wort drauf an. Und diese Übersetzung von Dukkha, einfach nur mit bleiben, kommt einfach zu kurz. Wäre es nicht da sinnvoll, dass man bei diesem Wort bleibt und das dann erklärt, weil es ja noch mehr Bedeutung hat als wie man bleibt? Das ist in der Tat eine große Gefahr. Ja? Wenn man in den traditionellen Übersetzungen liest, steht Leiden da. Und das ist natürlich sehr eng, weil man an Leiden denkt, ja, dann hat man so bestimmte Vorstellungen. Da ist einer schwer erkrankt, hat einen Partner verloren oder ist im KZ oder es ist Krieg, also diese manifesten Dinge. Aber der Buddha versteht ja unter Leiden alles, was nicht eine perfekte Situation ist. Deshalb übersetze ich das für mich immer als Unzulänglichkeit. Alles, was unzulänglich ist. Ne? Und der schönste Urlaub ist, nicht leiden, schönste Urlaub ist der schönste Urlaub, aber ist unzulänglich. Und nach 3 Wochen ist er rum. Ja? Und kostet jede Menge Geld. Und all das ist nur mal so ein glattes Beispiel. Deshalb ist der Ausdruck, ja, das nicht Hinlängliche an seiner Sache, das nicht Perfekte, das, was Dukkha im weitesten Sinne meint. Ja, sonst kommt man schnell zur Einsicht, ja, der Buddha kann doch nicht recht gehabt haben, weil es doch nicht alles Leiden ist im Leben, weil es so schöne Dinge ist. Mein Sohn heiratet jetzt und das Engelchen ist, weiß ich, getauft, das ist doch so schön, ja. Das ist ja nicht gemeint damit. Dann ist gemeint, ist in einem Satz war ja auch der Ausdruck, kurz gefasst, die 5 Faktoren der Existenz sind unzulänglich. Und hier, den letzten Condagno, was hat er denn erkannt? Alles, was entstanden ist, muss auch wieder untergehen. Das ist im tiefsten Sinne das, was Dukkha meint. Die Unzulänglichkeit jeder Existenzform, weil selbst die beste Existenzform nicht bleibt. Jetzt komme ich auf Jesus noch mal ein bisschen provozierend zurück. Jesus sagt, wenn ihr mir folgt, kommt ihr zum Vater in den Himmel. In Ordnung, würde der Buddha unterschreiben. Aber er würde zugleich sagen, Mensch, der Himmel ist toll da oben, ganz klasse. Aber es vergeht doch wieder. Ihr könnt nicht im Himmel bleiben, weil eure himmlische Zeit irgendwann abgelaufen ist. Das heißt im buddhistischen Samsara. Immer weiter wandern in der Existenz, von Geburt zu Geburt weiter wandern, wohl mal hoch in den Himmel. Ja, dann macht man mal Pausen und da ist es mal schön. Aber wenn die karmische Frucht dort geerntet ist, man hat eine schöne, gute Zeit und hat nicht karmisch nachgelegt, dann heißt es so, das war's. Bitte räumen Sie Ihr Zimmer bis 11 oder so und dann kommt der Nächste. Und dann steht man vor der Tür. Petrus sagt nur auf Wiedersehen und dann war's das. Das ist im tiefsten der Ausdruck von Dukkha. Man kommt im Daseinskreislauf nie an einen Punkt, wo man sagen kann, so hier bleibe ich, es ist schön. Man muss immer irgendwann wieder weiter wandern.
Vielleicht ist das Beispiel des Überbeanspruchs oder der schöne Urlaub ist ja nicht das eigentliche Problem, sondern meine Sichtweise auf den Urlaub. Also wenn ich von vornherein davon ausgehe, ist es endlich, dann kann es ja trotzdem schön sein. Nur wenn ich das erleide, dass es dann endlich ist, dann ist es schlecht. Ja, natürlich. Das korrespondiert mit dem, was wir vorhin gesagt haben, was Ursachen von Dukkha sind. Da habe ich gesagt, Gier, Hass und Verblendung. Das ist so die Formel, ja? Das runtergebrochen auf den Urlaub ist, ich muss, ich will fahren. Und möglichst lang. Dann tut's weh, wenn's rum ist. Nicht? Aber wenn kein Verlangen da ist, so wenn es eine schöne Sache ist, wenn man wegfährt, dann ist eben kein oder wenig Verlangen, dann tut es auch nicht weh, ja, wenn der Urlaub zu Ende ist. Nicht? Das eine war mehr abstrakt psychologisch und das andere ist mehr konkret. Und beides hängt ja zusammen. Wenn man nichts will, wenn man keinen Wunsch hat, wie das Wetter morgen sein soll, ja, dann kann das Wetter morgen sein, wie es will, ist immer okay. Aber wenn ich morgen eine Fahrradtour machen will, so, und es bieselt da, dann ist Dukkha. Nicht dramatisch, aber da ist Dukkha, weil mein Wünschen nicht erfüllt wird. Wenn es mir egal ist, ja, regnet, nehme ich einen Schirm. Ist Sonne, creme ich mich ein, ja? Also wenn diese inneren Drängen nicht da sind nach irgendwas oder gegen irgendwas, dann können die Dinge sein, wie sie wollen. Genau das ist ja der Entwicklungsprozess. Diese triebhafte Verbindung und Anhänglichkeit an die Dinge zu minimieren oder zu lassen und damit zu erleben, je mehr das passiert, umso mehr Freiheit erlebe ich. Aber dann ist das zentrale Loslassen. Wenn die Fahrradtour nicht stattfinden kann, okay, dann halt nicht statt. Aber wenn ich kein Begehren habe, plane ich auch die Fahrradtour nicht. Dann kommt die Fahrkarte oder ich weiß nicht, was auch immer dafür notwendig ist für die Fahrradtour. Also Begehren kann ja auch was Positives sein. Ich kann eine Aktion in Gang setzen. Fahrradtour tut meinem Körper gut. Ich soll meinen Körper auch bewegen und so weiter. Also Begehren also an für sich ist ja nicht das Problem, sondern das mangelnde Loslassen können. Nachher, wenn es nicht ist, ist doch eigentlich das Problem. Ja, aber wo Begehren ist, ist ja gerade kein Loslassen. Ich meine, das Fahrrad ist ja ein gutes Beispiel. Also du kannst den Drang haben, ich muss raus, ich muss Bewegung haben, mir fällt die Bude auf den Kopf. Das ist ein Drang. Wenn es dann schief geht, tut's weh. Aber wenn aus deiner Einsicht heraus, ich fahre jetzt Fahrrad, weil der Körper, solange er existiert, Bewegung braucht, dann ist es in dem Sinn ja kein Verlangen, kein Drang. Du tust dasselbe aus der Einsicht, dass es richtig und vernünftig und gut ist. Schön ist. Ja, aber gut, wenn es schön ist, dann spielt möglicherweise dann doch Verlangen mit. Ich will eine schöne Landschaft sehen. Die Stadt ödet mich an, alle so grau. Ich brauche Grün. Ja, da ist wieder dieses Verlangen. Es ist schwer, das in der konkreten Situation zu unterscheiden, weil es sich das immer sehr mischt. Ja. Nehmen wir das Beispiel Nahrung, echt Essen. Also ich weiß ja nicht, zu welchem Prozentsatz wir essen, weil wir gerne essen. Also ich nehme an, so einen sehr hohen Prozentsatz, weil wir einfach einen guten Geschmack haben. Der Buddha hat auch gegessen, aber weil er dachte, das mag ich, das gibt ein gutes Gefühl, sondern er hat gegessen, weil er wusste, dieser Leib muss erhalten werden. Der braucht Nahrung, der braucht sozusagen Betriebsstoff. Und wenn es dann Reis gab, dann war das in Ordnung. Und wenn es am nächsten Tag wieder Reis gab, dann war das auch in Ordnung. Und wenn es am 10. Tag Reis gab, dann war das in Ordnung, weil der Körper ernährt worden ist. Und wir ziehen am 3. Tag schon das Gesicht, ja, schon wieder, das ist immer dasselbe. Ich kann es nicht mehr sehen, weil bei uns die Geschmäckigkeit eine Rolle spielt. Ja, und wenn man dann eben sehr geschmäckig ist, ich kann das nur so und so essen, ja, dann ist doch Dukkha vorprogrammiert. Da kann man nirgends hin, weil es immer irgendwie anders schmeckt bei anderen Leuten. Ja? Aber wenn man sagt, ich esse, um diesen Körper zu ernähren, sagt, ich spitze das mal so ein bisschen zu, da kann man hingehen, wo man will. Man ist immer zufrieden, wenn man was zu essen kriegt. Ja? Also an dem Beispiel sieht man es ganz gut. Aber es ist dadurch ja eben so sagen, das Essen zu essen, weil es lecker ist, weil ich gerne, ich weiß nicht was, esse. Es ist nur wieder die Frage, dass ich es auch loslassen kann oder dass ich nicht mein ganzes Leben danach ausrichte. Ich muss viel arbeiten, damit ich mir das teure Essen oder sonst irgendwas kleiden oder irgendwas alles kaufen kann. Also dann
hat das eine Auswirkung wieder auf meine Möglichkeiten, anderes zu tun, also was zum Beispiel im achtsamen Fakt angesagt ist. Also wenn das in Widerstreit kommt, oder dann wird es schwierig, ein Stück Erdbeerkuchen hier zu machen oder zu kaufen oder sonst wie. Das weiß ich nicht, finde ich nichts Schlechtes. Aber wenn ich davon abhängig bin, oh, ich kriege heute Mittag meinen Erdbeerkuchen nicht, dann bin ich wieder beim Loslassen. Oder wenn es so mein Leben bestimmt, dass ich dafür anderes nicht tun kann. Da sind wir nah beieinander, sage ich mal so. Aber man kann sagen, je stärker die Abhängigkeit ist, je stärker das Verlangen ist, umso schwieriger ist das Loslassen. Das korrespondiert ja miteinander. Ich kann gern was loslassen, was mich sowieso nicht interessiert. Kann ich ganz leicht loslassen. Aber was mich so wirklich interessiert, ja, das ist ja doch, Interesse ist doch gerade die Bindung an eine Sache. Und dann heißt es verbunden sein mit Unlieben, ja, wenn es nicht auftaucht. Ich komme zu Tante XY, die hat Geburtstag. Ich freue mich auf die Erdbeertorte, weil es nur die Zeit ist. Und dann macht sie, weiß ich, Käsekuchen. Und sagt, Käsekuchen vertrage ich doch überhaupt nicht. Habe ich noch nie gemocht. Ja. Ja, dann lass mal los, wenn du da hingehst. Ah, Erdbeer ist die Zeit. Dann lass mal los. Ja. Ich meine, wir sind jetzt im menschlichen Bereich. Und da würde der Buddha auch nicht hinkommen, würde sagen, oh je, du isst noch gerne Erdbeertorte und willst Buddhist sein, also schmink dir das mal ab. Ja? Also das würde nie passieren. Das würde sicher nicht passieren. Vielleicht würde er sagen, solange du noch Affinität zu Erdbeerkuchen hast, solange ist an der Stelle noch Verletzbarkeit da. Ja, mehr nicht. So, wenn man unverletzt sein will und unverletzbar sein will, dann muss man letztlich alle Affinitäten sein lassen. Ja, jede Neigung zu etwas hat die Kehrseite, dass wenn das Gegenteil eintritt, Abneigung erzeugt. Das ist eine psychische Gesetzmäßigkeit. Das kann man akzeptieren. Ja, gut, schon ist es halt so. Aber wenn man, wie der Buddha ja sozusagen anbietet, die völlige Freiheit erreichen will. Ich rede die völlige Freiheit. Und am Ende hieß es ja, meine Erlösung ist unerschütterlich. Mein Gemüt ist nicht mehr erschütterbar. Wenn das Ziel ist, ja, dann findet man auch irgendwann mal eine bessere Alternative zur Erdbeertorte. Weil die Erdbeertorte ja immer noch eine Abhängigkeit ist von außen. Ja, spätestens ab August oder so. Ist für ein Jahr Sense erstmal. So, hast du wieder. Ich wollte also fragen, jetzt in diesem konkreten Beispiel, vielleicht, wie man darauf hart reagieren kann, wenn man zum Beispiel merkt, dass man halt so eine Affinität hat, zum Beispiel sehr gut, wie man da vorgehen kann, ob man Verzicht, so von einem Unterfahren, wenn wirklich der richtige Weg ist, oder Erkenntnis in der Zeit, mit Geduld. Oder ob das halt jetzt wirklich ist, man merkt es und zum Beispiel, dass man dann nicht so schmackhaftes Essen isst oder nur Essen, was dem Körper dient, also jetzt auch mal vielleicht eine Familienfeier was ablehnt, weil es ungesund ist oder so. Also ich würde da pragmatisch vorgehen und pragmatisch heißt jetzt nicht aus einem inneren Gedanken der Radikalität buddhistischer sein wollen, als man im Moment sein kann. Denn wir sind sehr viel in Gewöhnungen noch drin. Und bei dem Beispiel, glaube ich, gibt es einen ganz guten Ansatz. Man isst Erdbeertorte und sagt sich dabei, es ist aber nur Erdbeertorte. Ja, das ist nichts Besonderes. Und das Zweite, was noch besser ist, man schneidet es in der Hälfte auseinander und gibt es dem Nachbarn oder so. Weil das, was wirklich sozusagen Initiatives hat, weil mit diesem Stück des Verzichts, da hast du zugleich eine Alternative aufgebaut wird. Also nur sich zu sagen, ich darf nicht, ich soll ja eigentlich nicht, das ist ja unbuddhistisch, das ist ja Nirvana fern oder so, das führt zu nichts, weil man keine Alternative hat. Aber wenn man gerade auf der Ebene des Teilens, des Gebens, und darüber haben wir oft schon gesprochen,
sowas wie eine innere Empfindung hat, ich freue mich mit, wenn du auch davon abhast, dann ist es dir am Ende vielleicht leichter oder angenehmer, gar keine Torte zu essen und dein Stück Torte weiterzugeben. Weil die Befriedigung, die du hast, dadurch, dass du einem anderen was Gutes getan hast, mehr wert ist als der Biss in dieses Stück Kuchen. Weil was passiert denn da? Man beißt da rein, kaut 2,5 Mal maximal und dann hat man es schon verschluckt. Ja, ich esse 2,5 Mal, 3,5 kaue ich so ungefähr. Ja, jetzt sind wir mal ehrlich. So, und dann ist diese unmittelbare, kurze Geschmacksempfindung, die durch den Sinneskontakt entsteht, schon wieder vorbei. Also muss das nächste her, das nächste Stück. Ja, man hat das eine im Mund und mit der Gabel fummelt man schon am nächsten rum. So läuft es doch. Während der Versuch, ein inneres Wohl zu haben, indem man unabhängig ist von den Dingen und mit anderen teilt, dieses innere Wohl ist sehr viel langweiliger. Ja, das begleitet einem sehr viel länger. Das begleitet einem vielleicht immer, während das mit der Erdbeertorte, wie gesagt, nur immer ein sehr, sehr staccatoartiges Vergnügen ist. Das ist übrigens die Langfristperspektive, in sich mehr Wohl zu haben, in sich, aus sich heraus mehr Wohl zu haben und dadurch immer mehr verzichten können auf den Krimskram von da draußen. So, du hast dich gemeldet und dann du. Ich hänge noch an dem Wort Neigung. Ja. Ich stehe auch aus Neigung. Als Beispiel, ich werde immer jemand sein, die mehr Katzen zugeneigt ist als Hunden. Das ist so. Was mache ich denn? Das ist jetzt nur ein Beispiel für Neigung. Ja, aufpassen, wo Neigung ist, ist schnell auch die Gefahr der Abneigung. Ja, das ist sozusagen der springende Punkt. Also ich liebe Katzen und ich hasse Hunden, weil die den Katzen immer nachrennen. Und schon ist die Gefahr. Das ist ja schon so radikal. Ja, ich habe das sozusagen mal in der Langfristperspektive gezeigt. Denn je tiefer eine Zuneigung zu der einen Sache wird, umso stärker wird die Abneigung zu der anderen Sache. Weil mir der eine sozusagen aus der Vielfalt der Welt herausholt. Ja? Etwas macht man wichtig. Hebt es heraus. Und festigt und vertieft damit die Abhängigkeit. So, wenn dann der Nachbar Hund stirbt, sagst du zum Nachbar, ach, tut mir leid, obwohl es dir gar nicht leid tut. Aber wenn die eigene Katze stirbt oder die Katze des Freundes oder der Freundin, dann ist es ein inneres Problem. Ja, also das muss man sich einfach klar machen. Wo eine Neigung ist, passieren zwei Dinge. Wenn die Neigung erfüllt wird, tut's gut. Wenn die Neigung nicht erfüllt wird, tut's nicht gut. So, und da alle Dinge wandelbar sind, nicht auf ewig bestehen, tritt immer wieder ein, dass das Objekt meiner Neigung nicht mehr zur Verfügung steht. Oder nicht so zur Verfügung steht. So, und dann kauft man sich eine neue Katze. Ist okay. Ja, aber das ist sozusagen immer dieser Kreislauf. Verlangen, erlangen, verlangen, erlangen, ja oder nein. Das kann man akzeptieren. Und wenn du sagst, so ist das Leben, Schluss. Ich zahle den Preis. Dann ist das in Ordnung. Aber dann mit einem klaren Bewusstsein. Ja. Diese klare Bewusstsein, das ist meine Neigung. Ja. Das ist ja schon wieder der erste Schritt, das klare Bewusstsein zu haben, diese Neigung als solches auch zu erkennen. Ja, das ist schon ein Stück Bremse. Ja, in dem Moment, wo man sich klar macht, das ist meine Neigung, hat man schon ein bisschen weniger aufs Gas getreten, sondern hat schon innerlich gesagt, das bist du im Moment, hat es schon relativiert. Noch um das erste Stückchen. Dann soll es sich dann wohl vorstellen, wie das, also du hattest es auch schon beantwortet im Prinzip im Schlusssatz, wie das Erdbeerstückchen zerfällt und aus welchen Bestandteilen es besteht und dass es vergänglich ist. Dann kam ja der Begriff der Gier nach noch einem Erdbeerstückchen, noch einem und ist es unbuddhistisch, wenn ich jetzt sozusagen die Gier noch habe, kann ich sagen, ich bin Buddhistin, bin nur noch nicht erleuchtet.
Wenn ich noch viele Sachen, also viele Erdbeerstückchen esse oder wenn ich viele Sachen so bei mir zu Hause habe. Mein Problem ist, ich habe eigentlich gerne schöne Sachen um mich rum und viele sagen, wie kannst du das mit Buddhismus gleich tun? Das ist eher so die westliche, das Problem im westlichen Buddhismus. Also das Problem kenne ich ein bisschen aus meinen früheren Ehejahren. Ja? Da sagte meine Frau gelegentlich, du willst Buddhist sein und machst das und das und das und das noch. Ja? Genau die Situation. Ich habe mir damals den Satz überlegt, ich bin Buddhist, aber kein Buddha. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ja? Ein Buddha ist frei von diesen Dingen. Aber wir sind ja auf dem Wege, uns wenigstens von dem Gröbsten frei zu machen. Und das ist ja gerade menschliche Situation. Wir wären keine Menschen, wenn wir nicht 10.500 Anliegen, Wünsche, Sehnsüchte, Bedürfnisse haben. Das ist menschliche Situation. Und da kommt der Buddha nicht und sagt, ab morgen abgeschafft oder so. Sagt er nicht. Sondern er sagt zunächst mal, okay, du hast diese 10.500 Wünsche, erfüll sie dir, aber nicht, indem du andere schädigst. Ja, nicht gewaltsam, nicht auf krummen Touren, sondern indem du arbeitest, Geld verdienst und sie dann diese Wünsche erfüllst. Das heißt, zunächst ist die Antwort, Erfüllung der Wünsche, ja, aber sozusagen auf einer akzeptablen moralischen Ebene. Und dann erst wird in der nächsten Runde gefragt, jetzt guck doch mal an, brauchst du wirklich alles? Sind die 1000 Sachen, die du hast, die sind zwar schön, aber 1000 Dinge sind 1000 Dinge, die abgestaubt werden müssen. Ja? Wäre das nicht auch eine Entlastung, du hättest nur 500 schöne Dinge und müsst dafür auch 500 Dinge weniger abstauben? Das wäre so eine Verhandlungsbasis, ja? Und was ist denn, wenn du merkst, dass du, je weniger du hast, umso mehr Freiheit auch besitzt? Ja? Also ich rede einfach, dass man jetzt nicht so streng mit sich umgeht, sondern dass man zunächst mal das Problem erkennt und dann versucht, in einen Prozess hineinzukommen der graduellen Veränderung. Ja, weil diese radikalen Umbrüche funktionieren nur eine kurze Zeit. Und dann stauen sich diese Bedürfnisse, die wir haben, auf und irgendwann werden die so stark, die überrennen uns und wir gucken dann nur noch zu. Deshalb ist zunächst die Einschränkung mit den ethischen Vorgaben und dann parallel immer auch das Durchschauen, was die Dinge wirklich wert sind. Jetzt komme ich auf Erdbeertorte nochmal zurück. Aber nur um ein Extrembeispiel zu nennen, bitte nicht für ein Hausgebrauch, das ist nicht für unseren Hausgebrauch. Es gibt eine Übung, die heißt die Betrachtung des Ekelhaften der Nahrung. Ja, also das ist wirklich für Menschen, die schon, ja, ihr versteht mich, nicht in unserer Situation sind. Denn die Erdbeertorte sieht nur schön aus, wenn sie vor uns steht. Ja, so rot und so ein bisschen weiß getupft und so. Schon wenn die im Mund ist und 2,5 Mal gekaut ist. Schon, ihr merkt, worauf ich hinaus will, hat diese Erdbeertorte nicht mehr diese Qualität wie vorher. Und wenn man dann verfolgt, wie die sich weiter verwandelt im Rahmen unseres Verdauungsprozesses und was am Ende passiert mit der Erdbeertorte, ich will das gar nicht ausbreiten jetzt. Ja? Also das mal zu kontemplieren, das relativiert schon sehr. Ja? Das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Und die Dinge erscheinen nur schön, solange wir eine Affinität dazu haben. Nicht? Wer keine Affinität zur Erdbeertorte hat, der findet die auch ja vielleicht von der Farbe her schön, aber sonst nicht wirklich attraktiv. Also ihr seht, die Dinge sind alle sehr im Fluss, sehr relativ. Man muss sich einschätzen, wo man schon steht. Und meine Empfehlung ist, immer das Unsinnigste zu lassen. Nicht gleich so, erst kam der Buddha, dann komme ich gleich. Ja, das kriegen wir nicht hin. So nach und nach das Unsinnigste in unserem Leben raustun. Und dann kommt ja immer wieder was Neues, was und dann unsinnig ist. Ich denke sehr wohl die Tatsache, dass man sich zum Beispiel jetzt hierher begibt oder dass man
Buddhismus studiert und dass man sich dahin gezogen fühlt, da braucht es ja auch diese Anziehung oder das Begehren, das sozusagen aufnehmen zu wollen. Ja. Da ist dieser Aspekt ja auch drin letztendlich. Ja, das ist richtig. Und führt letztendlich zu einer Entwicklung dann. Ja? Also von daher ist Begehren ist gar nichts Schlechtes oder wenn ich etwas Schönes habe und mich anfange und habe die Fähigkeit, mich daran zu freuen, dann ist das ja vielleicht auch erstmal eine gute Übung überhaupt, sich ne, die Qualität zu schätzen, wahrzunehmen, empfindungsfähig zu sein, ästhetische Bildung, das sind ja erstmal Qualitäten, die wichtig sind oder ja, die einen Wert haben. Es sind graduelle Veränderungen. Nur, sie gewinnen dann ihre Bedeutung, wenn man sie im Rahmen sozusagen einer Gesamtsicht der Dinge einordnet. Der Buddha spricht in der Tat von Dhammaraga, von Verlangen nach Dhamma. Das gibt's auch. Ich nehme an, wer dreimal hintereinander hierher kommt, hat sowas wie Dhammaraga. Vielleicht nicht jetzt unbedingt so wahnsinnig stark, aber wer das immer wieder tut, tut das, weil in inneren Nähe ein Verlangen ist, ich will diese Lehre kennenlernen, ich will die Wahrheit verstehen, ich will vorankommen. Wenn man das nicht hätte, wäre man verloren. Also diese Art von Verlangen braucht es. Nur heißt es, dass dieses Verlangen, sozusagen, das wäre das Kleingedruckte, diese Nebenwirkungen, ja, dieses Verlangen hat die Folge, die anderen Verlangen zu relativieren. Denn wer starkes Dhammaraga hat, Verlangen nach Wahrheit, für den wird irgendwann die Erdbeertorte auch sekundär. Nicht? Also wenn die Oma einlädt zur Erdbeertorte heute Abend und der Dammerabend ist, so, früher wären wir 9-mal zur Oma gegangen und 1-mal hierher und im Laufe der Zeit verschieben sich die Gewichte. Sagen wir, Oma, heute kann ich nicht, heute ist Dammerabend, ich hole mir die Torte morgen ab, so ungefähr. Oder? Wenn keiner mehr da ist, Schluss, habe ich Pech gehabt. Ja, um zu zeigen, wie sich die Dinge in uns auch verschieben, ja, weil wir mit dieser Erfahrung, Dhamma bringt ja auch sowas wie Freude oder Befriedigung oder innere Ruhe, dass einem das mit der Zeit wichtiger wird als die kleinen Glückshäppchen, die man so ja, im Laufe des Weges oder am Rande des Weges abgreift. So, da habe ich noch eine Wortmeldung, da machen wir Schluss. Ich möchte nochmal dem Vorredner, der das Begehren ansprach, möchte ich nochmal ansprechen. Auf der einen Seite hatte er ja recht, haben Sie ja recht, wenn Sie sagen, es kann ja nichts Schlechtes dagegen sein oder Hinderliches sein, wenn wir an etwas auch Freude haben und wenn es auch erstreben. Auf der anderen Seite ist ja im Begriff Begehren, Gieren und Gier. Ja, und das ist ja nur eindeutig vom Buddha so gestaltet worden, dass das einer der negativsten Quellen des Leidens ist, die in die Leidensursache aus. Also würde ich doch eher fragen wollen, nämlich Sie, ob Sie einen anderen Begriff nehmen könnten, statt des Begehrens, was Sie meinen. Denn aus der Psychologie kommt, ist es selbstverständlich klar, dass diese Lebensenergie sich ja auch wichtige Bahnen brechen muss oder öffnen muss. Also wenn jemand sich dauernd die inneren Kräfte, die er hat und die natürlich auch noch draußen drängen, sich immer wieder versagt, ist das natürlich aus psychologischer Sicht nicht sehr gesund. Das andere, aus der spirituellen Sicht heraus, ist ja dann auch die Gefahr, dass der Buddhismus, wie es ja öfters auch geschieht, als eben so eine negative, alles ablehnende Philosophie oder Religion gesehen wird, wie Herr Schopenhauer gesagt hat, die eigentliche Lebensbejahung ist die reine Weltverneinung, dass wir alles ablehnen. Ein zweiter Punkt, den ich dazu noch sagen möchte, ob man das auch nicht noch unterscheiden muss beim Buddha, ob er eben an Mönche und Nonnen sich wendet oder an Laien. Ich kann mich erinnern an ein Buch von Gendun Rinpoche, der ja in Frankreich gelebt hat, und der hat eine Anleitung gegeben, aber interessanterweise überhaupt an Meditierende, nämlich, wenn du einen Körper sehr schön findest und du
du begehrst diesen Körper, dann soll man sich vorstellen, wie Würmer aus deiner Nase kommen, wie Kot ausläuft und wie immer mehr, ja, also den gesamten Dreck sozusagen herauskommt und dann wirst du sozusagen jede Lust verloren haben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das wirklich damals sehr verinnerlicht und es hat wirklich geholfen. Ja, also ich habe, egal wen ich sah, wenn ich Lust hatte, es kam mir das Kotzen zu Deutsch, weil ich wirklich nur noch die Würmer sah und das Erbrochene und Kot und solche Dinge. Aber ich muss sagen, es hat mir psychisch nicht gut getan. Ja, so. Und deswegen würde ich da mal auch den verehrten Vorredner da nochmal hineinholen wollen, wie könnten wir da eine, ja, was könnten wir für einen anderen Begriff nehmen, statt begehren, was Sie meinen, und wie könnte man das besser, ja, gibt es da noch eine Erklärung, eine andere Erklärung? Also, oder will der Buddha, dass wir wirklich auf alles verzichten? Der Buddha will gar nichts. Ach, der will gar nichts. Der Buddha zeigt Zusammenhänge, wenn, dann, wenn nicht, dann nicht. So, der Rest ist unser Bier sozusagen, ob wir dem folgen. Punkt 2 ist in der Tat eine ganz deutliche Unterscheidung, wen er mit was anspricht. Deshalb habe ich das mit der Erdbeertörtung, der Ekelbetrachtung auch sozusagen leise und in Klammern und mit Vorsicht gesagt, weil das keine Übung ist für den oder Normalverbrauch. Und ich würde auch nicht empfehlen, die eigene Frau dann nach Hause anzugucken, wo denn die Würmer sind im Moment. Weil das wäre keine gute Betrachtung. Für die Mönche macht es geltend, die wirklich sozusagen auf dem geraden Weg sich frei machen wollen von allen Verhaftungen. Aber für den verheirateten, normalen Menschen würde bedeuten, schlage deine Frau nicht. Ja, bring ihr mal ein paar Blumen mit, trag den Mülleimer mal runter, drück sie mal, sag ihr mal ein liebes Wort. Das wäre für den Otto-Normalverbraucher der Fall. Die Übungen, die sonst angesprochen worden sind, sind für Mönche und Nonnen, die mit der Weltlichkeit ganz abgeschlossen haben. Und wenn man das durcheinander bringt, hört man entweder mit der Praxis auf oder landet irgendwo da mit Gummizellen. Ja. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich einschätzen kann, an welcher Stelle bin ich im Moment? Was ist das nächste Hilfreiche an Übung für mich? Und im Geiste kann man schon auch weiter wissen und weiter denken. Aber was man im Moment kann, ist meistens weniger, als man sich vorstellt. Also keine Überforderung. Keine Unterforderung, oder ja, kommt alles später mal dran, ja, im Moment noch nicht. Das wäre das eine Extrem. Und das andere, ich will morgen Buddha sein, wäre das zweite Extrem. Funktioniert nicht. So, eine Wortmeldung war noch. So einfach mache ich es Ihnen heute nicht. Weil Sie nämlich immer sagen, ja, das, er sagt es ja in verschiedene Gruppen und das ist für den Otto Normalverbraucher und dann kommen die großen Geister und so. So leicht mache ich es heute nicht. Einfach aus dem Grunde. Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, als Psychologe würde ich mich auch absolut wehren dagegen, dass Mönche und Nonnen so etwas gesagt bekommen, wenn sie etwas sehen, was ihnen gefällt, dass sie dann sich wirklich die schlimmste aufplatzenden Haut und das abgedrehende Haut und Würmer, die aus der Nase gekrochen sind, das ist, denke ich, ist auch für Mönche und Nonnen psychisch nicht unbedingt sehr gesund. Und ich frage mich auch, ob man das Begehren so radikal ausmerzen muss, indem sozusagen ein wirklich, das ist ja der Ekel, gefördert wird. Du sollst so viel Ekel empfinden, dass du nicht mehr überhaupt mehr keine einzige Lust und gar keine. Das hat Gönjin Rinpoche auch mit Essen gemacht. Er hat dann das alles fortgesetzt, was man sich vorstellen soll, wenn man ein schönes Essen sieht. Also es ist alles zunichte gemacht worden. Ja, aber könnte man nicht das auch so machen, dass man sagt, siehst du eine schöne Frau, dann freue dich daran, dann sage dir, sie muss ein gutes Karma haben, dass sie so schön in die Welt gekommen ist. Ja, aber dann lass sie auch wieder ziehen. Aber freue dich auch daran. Aber bei Gönjin Rinpoche, es durfte keine Freude sein, es musste sofort Ekel aufgebaut werden. Ja. Und da muss ich ganz deutlich sagen, fände ich auch bei Nonnen und Mönchen nicht richtig psychologisch. So, jetzt sind Sie hier. Dankeschön. Ich will ja sagen, dass ich danke, ich danke. Sehr schön.
Ich danke sehr. Ich will eine kurze Antwort geben, weil man wirklich da nicht so hoppla hopp drüber hinweggehen kann. Aber auch der Buddha war ein Psychologe, nicht ein Studierter in dem Sinn, aber ein Psychologe, in dem er die Psyche der Menschen kannte. Und er wusste, bei Maya hilft nur, wenn er sich die Würmer vorstellt. Bei Müller hilft, das, was du gesagt hast, ja, nett sein zu jemand, innere Freude aufbauen, ja. Also das sind doch immer die zwei Grundmöglichkeiten, die man hat. Entweder indem man die Dinge, die man begehrt, entlarvt, indem man zeigt, sie taugen nichts. Oder indem man etwas Besseres in sich aufbaut. Und je nachdem, welcher Typ von Mensch man ist, neigt man entweder dazu, ich muss erst das Negative von etwas sehen, dann kann ich es loslassen. Oder ich kann es gleich loslassen, wenn ich was Besseres dafür kriege. Deshalb sind die Belehrungen des Buddha geradezu zahllos. Ja? Und alles sind sie anders und jeweils für die entsprechende Situation. Wenn man alles über einen Kamm schert, ja, und alles für jeden zu jeder Zeit empfiehlt, dann kommt man in Teufelsküche. Punkt für heute. Auch wenn es unbefriedigend ist, aber wir können das jetzt nicht vertiefen. Das müssen wir im Laufe der nächsten Zeit, da haben wir noch Gelegenheit.